Zürcher Kantonalbank erfüllt ihren öffentlichen Auftrag und ist heute eine der bestkapitalisierten Banken der Welt. In diesem Fall bleibt alles, wie es ist? Nicht ganz. Die Zürcher Kantonalbank will vor allem organisch wachsen und geschäftet hauptsächlich im Wirtschaftsraum Zürich. Sie will nicht substanziell ins Ausland expandieren und sie macht keine Geschäfte, die unverhältnismäßig riskant sind. Aber damit sie den Kanton Zürich und die Bevölkerung auch in Zukunft unterstützen kann, muss die Zürcher Kantonalbank mit der Zeit gehen. Und die Zeit, unsere Zeit, ist voller von spannenden und manchmal auch schwierigen Herausforderungen. Zum Beispiel die Globalisierung, die demografischen Veränderungen, die Regulierung der Finanzbranche, Digitalisierung und mit der Digitalisierung neue Konkurrenten und neue Technologien. Die Zürcher Kantonalbank soll ihren Auftrag auch in Zukunft erfüllen können. Darum muss sie sich diesen Herausforderungen stellen. Nur wenn sie das macht, kann sie als Universalbank noch besser werden. Und nur dann ist und bleibt sie eben auch die nächste Bank. Was muss man denn machen? Was ist strategisch am wichtigsten? Und wo investiert die Bank am meisten Mittel? Erstens, einfacher und agiler werden. Die Zürcher Kantonalbank soll einfacher und agiler werden, damit sie schneller auf ihre komplexe Umwelt reagieren kann. Wenn es möglich und sinnvoll ist, muss sie standardisieren, zentralisieren und automatisieren. Bei den Prozessen zum Beispiel für eine einfachere Verarbeitung und damit für eine schnellere Auftragsabwicklung für die Kunden. Bei den Produkten zum Beispiel für eine einfacher strukturierte Produktpalette und damit für eine bessere Übersicht für die Kunden. Bei den Dokumenten zum Beispiel Basisverträge statt viele Einzelverträge und damit weniger Papierkrieg für genau, die Kunden. Außerdem sollen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter agiler handeln. In den letzten Jahrzehnten ist die Zürcher Kantonalbank ein Orchester geworden, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter perfekt aufeinander abgestimmt sind. Die Musikerinnen und Musiker sollen jetzt mehr Freiheiten bekommen. Nur so kann das Orchester auf die neuen Ansprüche aus dem Publikum eingehen. Darum braucht es keine jährlichen Zielvereinbarungen mehr. Es braucht das ganze Jahr durch viel mehr Gespräche und Austausch. Es braucht Dialog. Das klassische Orchester wird etwas mehr wie ein Jazz-Kombo. Harmonisch tönt es aber nur, wenn beim Musizieren alle aufeinander hören und das Big Picture, eben die Unternehmensstrategie, im Ohr behalten. Zweitens, das Anlage- und Vorsorgegeschäft stärken. Als zweiter Schwerpunkt soll in den nächsten Jahren das Anlage- und Vorsorgegeschäft gestärkt werden. Das Kerngeschäft wird immer wichtiger wegen der tiefen Zinsen, wegen neuen Regulierungen, veränderten Kundenbedürfnissen und wegen der globalen Konkurrenz. Was muss man also machen? Die Zürcher Kantonalbank verstärkt ihr Angebot. Eine ausgewogene Produktpalette und ein Ausbau von Dienstleistungen für andere Banken. So diversifiziert sie nämlich den Ertrag der Bank. Und die Zürcher Kantonalbank geht noch stärker auf veränderte und immer individuellere Kundenbedürfnisse ein. Mit einer risikobasierten Beratung, einer attraktiven Performance und mit einer differenzierten Preisgestaltung. Drittens, Nähe schaffen, off und online. Veränderte Kundenbedürfnisse spielen nicht nur im Anlage- und Vorsorgegeschäft eine wichtige Rolle. Wegen dem digitalen Angebot sind Kundinnen und Kunden heute flexibler, besser informiert und anspruchsvoller. Darum legt Zürcher Kantonalbank ihren dritten Schwerpunkt in den nächsten Jahren auf die Weiterentwicklung von ihrer Kundenschnittstelle und auf die Anpassung von ihrem physischen Vertriebsnetz. Das heisst, dass die digitalen Schnittstellen ausgebaut werden sollen. Die Schwerpunkte sind E-Banking, E-Banking Mobile und bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten. Gleichzeitig soll aber auch die persönliche Beratung noch wichtiger werden, damit sie im Vergleich zu den Online-Angeboten einen klaren Mehrwert bietet. Darum investiert die Bank weiterhin in die Filialen. Dort gehen die Kunden, wenn sie bei komplexen Bankgeschäften Beratung brauchen. Dort, wo die Nachfrage nach Beratung gering ist, sollen die Filialen reduziert werden. Und zuletzt sollen die Kundenkontaktpunkte noch besser aufeinander abgestimmt und verzahnt werden. Das digitale Erlebnis wird persönlicher und die persönliche Beratung digitaler. Nur so bleibt die nächste Bank die nächste Bank. Das sind die drei strategischen Prioritäten, die die Zürcher Kantonalbank in den nächsten Jahren verfolgt.
einfacher und agiler werden, das Anlage- und Vorsorgegeschäft stärken und noch mehr Nähe zu unseren Kunden schaffen. An- und offline. So kann die Zürcher Kantonalbank auch in Zukunft ihren öffentlichen Auftrag als Universalbank erfüllen, die Bevölkerung, die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Umwelt im Kanton Zürich fördern und eine der sichersten Banken der Welt bleiben.